Es war die Nacht mit Weih davor. Die Ente schläft im Ofenrohr. Fast alles ist genau wie immer. Selbst Opa furzt im Herrenzimmer. Nur so still war es noch nie. Was ist geschehen? Was frag ich Sie? Das ganze Haus steckt voller Leute. Doch niemand ist zu hören heute. Liegt's vielleicht an der Weihnacht? Nein, denn Mama hat sie umgebracht. Im Festtagstrubel heute Morgen ist sie mal kurz verrückt geworden. So hat sie dann ganz ungeniert die ganze Sippe ausradiert. Mit einer Tasse Rattengift im Stollen gab's ein Frühstück für den Ollen. Noch zweimal kurz nach Luft geschnappt, da gab er auch schon den Löffel ab. Der Oma dann eine Stunde später einen kleinen Sprengsatz ans Katheter. Noch nicht mal richtig ausgeschissen, hat sie beim letzten Druck zerrissen. Und dann Tante Ruth, die dicke Kuh, ab in den Kühlschrank, Klappe zu. Die Nachbarn wollten nur was fragen, die wurden auch gleich noch mit erschlagen. Danach mit Säge, Axt und Feile den Onkel Heinz in kleine Teile. Zum Schluss die Kinder, es war schon spät, nach Bosnien als Care-Paket. Nur Opa sitzt noch am Kamin und lässt besinnlich einziehen. Doch plötzlich fragt er sich ganz leise, es ist so still, was soll die Scheiße? Er macht sich auf und geht zur Mama. Die sitzt grad in der Speisekammer, hackt aus dem Dackel Reragu. Opa sagt verdutzt, nanu, du hast ja alle tot gemacht. Was hast du dir dabei gedacht? Ach, weißt du, spricht sie reuevoll, ich hatte halt die Schnauze voll. Vom vielen Krach und Weihnachtssegen, Kochen, Backen, Waschen, Legen, vom Gänsebraten aus der Truh, ich wollte einfach nur meine Ruh. Der Opa bleibt bewurzelt stehen und sagt, ich kann dich gut verstehen, denn mal privat unter uns beiden, ich konnte die anderen auch nie leiden. Und Kind, das hast du gut gemacht, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht.